Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge sind einige Dinge passiert mit der Schwester von Arana und in dieser Folge sollen wir uns wieder mit ihr im Dorf treffen, also im Rebellenunterschlupf. Was bringt ihr denn mit Arana? Verängstigte Welpen? Verängstigte Welpen? Meine Jäger sind 10 von den euren gewachsen. Wollt ihr unsere Krallen und Fänge sehen? Spart euch das für die graue Schar, Hautwechsler. Sehen wir mal, wie sie sich auf dem Übungsplatz schlagen. Vor allen Dingen sehen die gar nicht so schwach aus. Und ich denke mal, dass sie wahrscheinlich auch alles Werwölfe sind, oder? Ich weiß es nicht. Die Nachricht, dass Fürstin Belain die Prophezeiung des Schwarzen Herzens angerufen hat. Ich hätte nie gedacht, dass dies zur Dezimierung meines alten Clans durch die Hand meiner Schwester führen könnte. Trotzdem kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, dass das hier nur das Vorspiel zu etwas noch Schrecklicherem war. Was meint ihr mit noch Schrecklicheres? Laut der Prophezeiung braucht es mehr als eine Handvoll Tode, um das Schwarze Herz zu erwecken. Oh, Natari brachte es dazu, sich zu regen. Doch ich glaube, Fürstin Belain wollte damit nur die Lager ausloten. Die Schwärze hat allerdings geantwortet. Dank sei den Geistern, dass ihr das Ritual aufgehalten habt. Und wir erhalten einen lehrenden Torso vom Set trotz des Hexenritters und einen Fertigkeitspunkt. Und sollten eigentlich direkt die nächste... Ah, da hinten. Da seid ihr. Die Dunkelheit, die Arana erwähnte? Ich glaube, wir haben sie gefunden. Und wir haben eine neue Kopfbedeckung zusätzlich bekommen. Dadurch, dass wir jetzt hier was abgeschlossen haben. Ich schau mal eben Kopfbedeckung, Kopfbedeckung. Die würde dann so aussehen. Für alle, die schon ein bisschen älter sind und sich ihres Aussehens bewusst sind, dass sie halt nicht mehr die Jüngsten sind, die können sich dann gern das Ding auf den Kopf stülpen. Verandis hat die finsteren Energien unten in der Bibliothek von Arkzan studiert, um herauszufinden, was Rada al-Saran und Fürstin Belain wohl vorhaben. Er meint, es könnte vielleicht etwas mit der Dunkelheit zu tun haben, der Leere. Ist das nicht ein beängstigender Gedanke? Ja, ist relativ, ne? In der Einzelarena gibt es ja auch die Leere, wo wir gegenkämpfen müssen. Die Leere? Hör zu, ich bin keine Gelehrte. Ich kann diesen Kram kaum glauben. Und ihn zu verstehen, fällt mir noch schwerer. Doch die Leere ist der Ort außerhalb aller Orte. Die Schwärze jenseits von Mundus und dem Reich des Vergessens. Jedenfalls hat Verandis eine Veränderung in ihren Strömungen gespürt. Er hat mich geschickt, um euch zu holen. Eine Hexe des Geistersang-Clans hat versucht, das Schwarze Herz zu erwecken. Arana und ich haben sie aufgehalten. Nun, das würde es erklären. Ihr mögt vielleicht ein vollständiges Erwachen verhindert haben, doch Verandis meint, dass sich etwas verändert hat. Selbst ich konnte das spüren. Kommt, Verandis braucht euch an der Nachttiefenfeste. Dorthin hat er die finstere Energie zurückverfolgt. Ich werde mich mit Verandis an der Nachttiefenfeste treffen. Die Nachttiefenfeste ist unten in Schwarzweite. Östlich der Bibliothek von Arkzand. Verandis ist dort. Er wartet auf euch, bevor er seine Suche nach dem Schwarzen Herzen fortsetzt. Erzählt mir mehr über die Nachttiefenfeste. Sie muss einmal wirklich eindrucksvoll gewesen sein, doch inzwischen ist sie verfallen. Anscheinend war sie der Amtssitz eines uralten Vampirclans, der Nachttiefen. Doch von ihnen sind nur noch verstreute, wilde Bestien übrig. Außerdem ist es dort voller leeren Energie. Was wissen wir über die Nachttiefenvampire? Nicht viel. Ich spürte der grauen Schar nach, doch ich fand nicht das winzigste bisschen über die Nachttiefen. Wir haben erfahren, dass einige der uralten Vampirclans Königreiche in Schwarzweite errichtet haben. Meine Vermutung? Die Nachttiefen halten sich dort unten schon seit Ewigkeiten versteckt. Es gibt uralte Vampirkönigreiche unter dem Reich? Es gab sie, auch unter Himmelsrat. Es scheint, dass vor langer Zeit die ersten Clans ein Reich unter der Oberfläche begründeten. Sogar Verandis dachte, es wäre nur eine Legende. Doch wir finden jedes Mal mehr und mehr Beweise, wenn wir eine neue Kaverne in Schwarzweite betreten. Wie cool sie einfach weitererzählt, während im Hintergrund mal eben so ein Kramsturm explodiert, ne? Erzählt mir mehr über diese leeren Energie.
Diese seltsame, finstere Magie, die durch die Bibliothek von Arkzahn treibt? Verandis nennt sie die Lehrenenergie. Er hat sie studiert und versucht, ihre Quelle zu finden. Das hat ihn zur Nachttiefenfeste geführt. Denkt Verandis, die Lehrenenergie ist gefährlich? Also kennt ihr diese Schatten? Verandis meint, es seien Seelen, die in den Strömungen gefangen sind. Sie haben sie zu hungrigen, hasserfüllten Schatten gemacht. Doch man kann sich auch durch sie bewegen. Sie ist also nicht nur gefährlich. Er macht sich Sorgen, dass Rada Al-Saran diese Energie will. Ja, da können wir wohl mal von ausgehen. Unser Ziel liegt nun wieder irgendwo unten. Ach, da unten. Da werde ich dann mal eben hinreisen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir irgendwo so. Ihr seid hier, Freundin. Ich glaube, das Schwarze Herz ist ganz in der Nähe. Die Energietaschen, die wir in der Bibliothek von Arkzand entdeckt haben, sind hier noch stärker. Die Energie der Leere durchdringt diese uralte Feste. Ich vermute, dass das Schwarze Herz irgendwo im Inneren verborgen ist. Und ich fürchte, es wird immer stärker. Aranas Schwester hat viel von ihren Clanen in dem Versuch geopfert, das Schwarze Herz zu erwecken. Interessant. Das Schwarze Herz ist noch nicht vollständig erwacht. Doch ich spürte, wie es sich regte. Wir müssen das Schwarze Herz finden, was auch immer es sein mag, um Rada Al-Saran und Fürstin Belain daran zu hindern, es einzusetzen. Ich dachte, es wäre ein Dwemer-Artefakt. Doch warum kam es dann von der Nachttiefenfeste? Was wisst ihr über die Nachttiefenfeste? Sehr wenig, fürchte ich. Allein die Vorstellung eines Königreichs uralter Vampirclans, das sich in den Tiefen von Schwarzweite versteckt. Ich dachte, es wäre nicht mehr als eine Legende. Lasst uns die Feste erforschen und die Augen offen halten, während wir nach dem Schwarzen Herzen suchen. Nun gut, ich werde euch beim Durchsuchen der Nachttiefenfeste helfen. Wir beide sollten uns besser aufteilen und die Feste durchsuchen, während Gwendis nach Marka zurückkehrt. Wir wissen, dass Fürstin Belain Pläne für die Stadt hat und einer von uns sollte in der Nähe bleiben. Sucht drinnen nach persönlichen Gegenständen, aus denen ich Informationen ziehen kann. Wie werden persönliche Gegenstände euch helfen, mehr über die Nachttiefenfeste zu erfahren? Zu meinen Talenten zählt die Auromantie. Gewisse unbelebte Gegenstände, insbesondere solche von persönlichem Wert, können von den Auren jener erfüllt werden, denen sie gehört haben. Manchmal kann ich vage Eindrücke wahrnehmen. Manchmal mehr. Erzählt mir mehr über Auromantie. Wichtige Ereignisse und mächtige Gefühle hinterlassen einen Abdruck in ihrer Umgebung. Auromantie beschäftigt sich mit dem Wachrufen von Erinnerungen aus Auren, die an Gegenständen hinterlassen wurden. Es ist eine arkane Kunst, die ich über die Jahrhunderte perfektioniert habe. Sie hilft mir oft bei meiner Arbeit. Wie denkt ihr, dass uns das hier helfen kann? Auromantie ist ein mächtiges Werkzeug, um die Geschichte uralter Orte zu entschlüsseln. Dies war einst eindeutig eine große Festung. Nun ist sie vergessen. Doch die Macht, nach der es unsere Feinde verlangt, regt sich darin. Ich glaube, die Geschichte dieses Ortes ist die Geschichte des Schwarzen Herzens. Könnten diese Nachttiefenvampire irgendwas mit Rada Al-Saran zu tun haben? Ich verstehe nicht, wie. Rada Al-Saran war ein jokudanischer Schwertmeister, ehe er nach Tamriel kam. Sein Vampirismus entstand durch ein Zusammentreffen mit Molag Bal. Wenigstens habe ich es so verstanden. Fürstin Belain hingegen. Ihr Ursprung ist mir unbekannt. Ist das der Grund, warum die Suche nach dem Schwarzen Herz uns zur Nachttiefenfeste führte? Eine gute Frage. Wir wissen, dass Rada Al-Saran der Grauen Schar Freiheit verspricht. Er brachte Jahrhunderte damit zu, verschiedene Elemente dieses Plans in Gang zu setzen. Wie die Nachttiefen da hineinpassen, kann ich nicht sagen. Zumindest noch nicht. Hoffentlich erwarten uns in der Feste Antworten. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf. Das ist geradeaus durch. Hier geht's, glaube ich, runter, oder? Nun, Gwendis, ihr wisst, dass ich nie ohne guten Grund um etwas bitte. Markarth ist in Gefahr.
Na gut, aber wenn es gefährlich wird, werde ich nicht einfach abwarten und euch die ganze Gefahr allein überlassen. Ach ja, ist sie nicht herzallerliebst. Alter. Taucht doch nicht direkt vor mir auf, während ich hier gerade am Reiten bin. So, wir müssen einmal geradeaus, natürlich direkt an denen vorbei. Guck mal. Ach, waren hier nicht wieder Fallen überall, genau. Jetzt muss ich gleichzeitig unten auf die Fallen achten und oben gucken, wo ich entlang laufen muss. Aha. Da seid ihr ja. Seht euch hier nach einem persönlichen Gegenstand um. Nein, ich will nicht das Bücherregal jetzt. Das war es anscheinend nicht, aber sonst habe ich hier nichts. Jetzt kann ich es nochmal nehmen. Will ich mich jetzt veräppeln? Hallo. Habt ihr etwas gefunden? Weiß ich nicht. Ich habe schon zweimal die Kiste durchsucht. Was habt ihr gefunden? Meine Auromantie wirkt am besten bei persönlichen Besitztümern mit einer emotionalen Aura oder sogar arkanen Überresten, die daran hängen. Ich habe ein paar alte Abzeichen gefunden. Wird das reichen? Lasst mich mal sehen. Eine Schande, dass der Stein beschädigt ist, aber er beinhaltet immer noch Spuren einer magischen Aura. Es gibt andere Wege, um Echos aus der Vergangenheit heraufzubeschwören. Gegenstände, die Leute getragen haben oder bei sich führten, sammeln und bewahren meist starke Eindrücke. Das ist richtig, das bin ich auch gerade bei Benishes am Nutzen. wisst ihr, was dieses Abzeichen ist? Nein, aber es scheint eine Art Anstecknadel oder Abzeichen zu sein. Der Besitzer hat es wohl an der Kleidung und damit eng am Körper getragen. Gut. Wollen wir mal sehen, ob es uns etwas zeigen kann. Haltet die Augen offen und seht zu. Ich beobachte alles, was eure Magie offenbart. Ein Geschenk, meine Liebste? Ich habe gewählt. Heute Nacht werdet ihr und Reine vom schwarzen Herzen trinken. Ich habe diesen Augenblick ersehnt, meine Fürstin. Bald werdet ihr ein Fürst des nachttiefen Clans sein. Einer meiner Auserwählten. Fürstin Belein gehörte also in der Tat zum nachttiefen Clan. Spannend. Ich habe gespürt, dass Fürstin Belein uralt ist. Doch die Vision bestätigt, dass sie nicht nur Teil des nachttiefen Clans war, sie war sogar seine Anführerin. Das schwarze Herz wird mit jeder Wendung interessanter. Wie konnten sie davon trinken? Und wenn sie das konnten, was haben sie getrunken? Wird uns das irgendwie helfen, herauszufinden, was das schwarze Herz ist? Ja, aber wir brauchen mehr Informationen. Ich kann den Schluss ziehen, dass das schwarze Herz eine Art Energiequelle ist. So viel liegt auf der Hand. Und es hat eine Verbindung zu der leeren Energie, der wir begegnet sind. Und die Strömungen wurden stärker, als Aranas Schwester ihre Clansleute opferte. Warum sind die Vampire hier so anders? Sie wirken eher wie verrückte Monster als vernunftbegabte Wesen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ganz gleich, ob es an der jahrhundertelangen Abgeschiedenheit oder an etwas Finstererem liegt. Sie sind ein Schatten ihres früheren Selbst. Nehmt dieses Abzeichen mit und erkundet weiter die Gegend. Da es nun aufgeladen ist, könnten sich weitere Erinnerungen offenbaren. Was meint ihr damit? Ich habe Auromantie auf das Abzeichen gewirkt. Die magischen Rückstände könnten weitere Szenen aus der Vergangenheit offenbaren, während ihr diese Hallen erkundet. Es sind eigentlich nur Phantasmen. Harmlos. Und haltet Ausschau nach weiteren leeren Portalen. Wie in Arkzand könnten sie euch helfen, diesen Ort zu durchqueren. Ich werde nach leeren Portalen suchen und mich nach Erinnerungen umsehen, während ich alles erkunde. So, die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt hin? Einfach nur erkunden ist immer so. Das heißt, wir laufen immer weiter. Ah ne, da unten. Da unten ist ein... Ist ein Ziegel.
dürfte. Die ganze Zeit. Oh, wieso ist das hier eine Sackgasse? Wollt ihr mich denn veräppeln? Aber da komme ich nicht hoch. Moment. Ich kam hier hoch. Müsste eigentlich... Nee, ich muss tiefer. Ach so. Oh, ich bin so doof. Muss ich hier hoch? Ich bin mir nicht so sicher. Doch, ich muss hier hoch. Ja, ich weiß. Ich habe mal wieder eine Falle ausgelöst. Basti, komm doch einfach mit. Oh, da ist die Fürstin. Hallöchen. Hört ihr? Der Klang ist leise, aber beständig. Das Schwarze... Oh, das Schwarze Herz wird mich belohnen, weil ich ihm eure Seele bringe. Oh, ernsthaft? Der Doch. Tod kann sich die Nachttiefen nicht holen. Ich hätte ja auch ignorieren können, aber... Ich dachte, ich krieg jetzt hier noch irgendwas oder so. Ah, das sieht vielversprechend aus. Das Gemach eines Adeligen, denke ich. Ne? Seht euch um. Mach ich. Ich sammle alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Habt ihr etwas, worauf ich meine Aromantie wirken kann? Nein. Nichts von Wert. Na gut. Meine Erkundungen haben sehr wenig ergeben. Doch es sieht aus, als ob ihr mehr Glück gehabt hättet. Was habt ihr gefunden? Ich habe noch ein Abzeichen gefunden. Es scheint unbeschädigt zu sein. Genau das, worauf ich hoffte. Ich vermute, Nachttiefenadlige trugen die als Rangabzeichen. Mal sehen, was wir mit ein bisschen mehr Aromantie in Erfahrung bringen können. Ich sehe zu, während ihr eure Magie wirkt. Wir sind durch. Der Weg zum Schwarzen Herzen ist frei. Doch das Herz gerät ins Stocken. Da stimmt etwas nicht. Verdammte Dwemer! Wenn sie seine Kraft aufgebraucht haben. Versiegelt die schwarzen Hallen. Bis sich das Herz erholt, dürfen nur jene, die das Zeichen des inneren Zirkels tragen, an seinen Gaben teilhaben. Ich glaube, ich verstehe, was dem Nachttiefen-Clan zugestoßen ist. Vermutlich ist Fürstin Belain die Überlebende eines langsamen Niedergangs. Während der Rest ihres Clans im Wahnsinn versank, blieb sie allein zurück, um sein Erbe zu bewahren. Was für ein bitteres Schicksal für eine stolze Vampirin. Was haben wir da gerade gesehen? Diese Erinnerung stammt aus einer späteren Zeit. Der Fürst sprach davon, einen Weg zum Schwarzen Herzen zu öffnen, was nahelegt, dass die Nachttiefen irgendwann den Zugang zu ihm verloren. Doch was sind diese schwarzen Hallen, von denen Fürstin Belain sprach? Wo finden wir die? Vielleicht führen die schwarzen Hallen zum Schwarzen Herzen? Vielleicht. Und womöglich haben wir den Schlüssel. Fürstin Belain sagte, nur diejenigen, die das Zeichen des inneren Zirkels tragen, können das Herz nutzen. Das muss sich auf die Abzeichen beziehen, die ihr gefunden habt. Lasst uns nach diesen schwarzen Hallen suchen. Ich suche nach dem Eingang zu den schwarzen Hallen. Sehr wahrscheinlich liegen die schwarzen Hallen irgendwo unter uns. Versucht einen Weg dort hinunter zu finden, während ich versuche, die Ströme der leeren Energie nachzuverfolgen, die durch diese Ruine verlaufen. Einer von uns sollte einen Weg durch sie finden. Vampire, Dwemer, Rake-Hexen, wem gehört das Schwarze Herz wirklich? Die beste Antwort darauf könnte sein, niemandem von ihnen. Ich vermute, das Schwarze Herz war schon vor ihnen allen hier. Sehr wahrscheinlich fanden sie es und machten es sich zunutze. Über die Äonen wurden wohl ganz unterschiedliche Leute von seiner Macht angelockt. Wir werden es wohl nie mit Sicherheit wissen. Meint ihr, es hat auch Radar als Saran angelockt? Vielleicht. Seltsam, oder? Ich frage mich, ob das Schwarze Herz ganz eigene Ziele hat.
Wir sollten besser weitergehen. Bis wir es tatsächlich finden, können wir nur raten. Ja, da hat er wohl recht. Okay, da bin ich soweit durch. Das heißt, wieder zurück. Oder? Sie behalten das schwarze Herz ganz für sich. Fürstin Belein lässt uns nicht trinken. Das ist nicht mein Problem. Muss halt fasten. Habe ich damals auch 3 Wochen gemacht. Habe ich gut mit abgenommen. Ah, ich dachte, das wäre ein Miniboss. Mann, das war einer. Oh, ist aber noch einer? Wo kamst du denn jetzt schon wieder her? Oh ja, natürlich muss ich da noch extra hinlaufen. So. Ich glaube, das ist der Eingang zu den schwarzen Hallen. Wie ihr seht, schützen mächtige Zauber diese Tür. Vielleicht kann ich eine Erinnerung hervorlocken. Ein schlummerndes schwarzes Herz nutzt uns kaum etwas, Belein. Es kann erweckt werden, aber ich brauche die Hilfe der Rake-Hexen. Geduld, Belein. Nicht, bis die graue Schar wiederhergestellt ist. Nicht, bis wir das Planetarium öffnen. Noch mehr Verzögerung. Oh. In Ordnung. Doch das schwarze Herz muss wieder schlagen, Radar al-Saran. Nichts anderes zählt. Offenbar kam Radar al-Saran vor langer Zeit hierher. Das ist die jüngste Erinnerung, doch sie ist immer noch Jahrhunderte alt. Habt ihr das gesehen? Radar al-Saran und Fürstin Belein sind vor Jahrhunderten einen Handel eingegangen. Und jetzt sind die Bedingungen dafür fast erfüllt. Wir dürfen sie das schwarze Herz nicht erwecken lassen. Hatte Nataris Opfer das schwarze Herz nicht schon erweckt? Ich habe darüber nachgedacht, was ihr mir erzählt habt. Ich glaube, das Geistersang-Ritual hat das schwarze Herz angestoßen und einen Pfad zwischen dieser Welt und der Leere aufgetan. Die Leerenenergie ist hier stärker, doch es mangelt ihr an einer Ausrichtung. Ich fürchte, sie benötigen ein größeres Opfer. Ein größeres Opfer? Etwas derart Mächtiges wie das schwarze Herz, das über Jahrtausende hinweg schlief, mag sich nach dem Genuss von ein paar Seelen regen. Doch ich vermute, es braucht ein ganzes Bankett, um vollständig zu erwachen. Wenn wir uns beeilen, kommt es dazu vielleicht gar nicht. Fürstin Belein sagte, sie wäre schon vor Jahrhunderten bereit gewesen, das Herz zu erwecken. Warum hat sie es bis jetzt gewartet? Weil Radar al-Saran noch keine neue Armee aufgebaut hatte. Und er hatte zweifellos noch andere Vorbereitungen zu treffen. Jahrhunderte bedeuten für unsterbliche Vampire nicht viel. Nun haltet einmal das unversehrte Abzeichen hoch. Sehen wir, ob wir recht haben und es uns Zugang zu den schwarzen Hallen gewährt. Okay. Ein Tunnel? Die Nachttiefen haben das schwarze Herz dort gelassen, wo sie es fanden, anstatt es in ihre Festung zu bringen. Seltsam. Naja, was heißt seltsam? Also. Was krabbelt denn ihr hier so rum, Jungs? Jemand hat diese Besitztümer hier gelassen. Vielleicht haben sie uns etwas zu erzählen. Eine gute Waffe, die mit Bedacht abgelegt wurde. Ich setze Auromantie ein. Nicht jetzt. Ich krieg doch gar nichts mit. Belein. Wir sterben. Das Vergessen soll euch holen. Boah. Ich weigere mich, das zu akzeptieren, Idrisin. Einer von uns muss stark bleiben, um die anderen zu retten.
Ich nehme mir die verbleibende Kraft des schwarzen Herzens. Sie wird mich nähren, bis ich einen Weg finde, es wieder zum Schlagen zu bringen. Nein, Belein. Ihr wisst, dass uns Blut nicht länger nährt. Wenn ihr euch die verbliebene Kraft des Herzens nehmt, muss der Rest von uns sterben. Ach, wie schrecklich. Das schwarze Herz hat den Nachttiefen unglaubliche Macht verliehen, doch sie waren vollständig davon abhängig. Sie haben die Fähigkeit verloren, sich von Blut zu ernähren. Als das schwarze Herz langsamer schlug und schließlich in Schlaf verfiel, schwanden sie dahin. Außer Fürstin Belein. Es scheint, als habe Fürstin Belein die letzte leeren Energie an sich gerissen. Es war genug, um sie zu sättigen und über all diese langen Jahrhunderte hinweg stark zu halten. Während der Clan um sie herum ausgehungert und wild wurde. Könnten sie sich nicht einfach wieder von Blut nähren, wie andere Vampire? Anscheinend nicht. Das Nähren an leeren Energie hat sie verändert. Sie haben die Fähigkeit verloren, sich vom Blut der Sterblichen zu nähren. Ich vermute, Fürstin Belein glaubt, ihr Clan wird sich erholen, sobald das schwarze Herz wieder zu schlagen beginnt. Und sie hat wahrscheinlich recht. Machen wir weiter. Was haben wir denn hier? Hallo. Ja, ich wollte gerade sagen, komme ich da durch? Das sieht mir irgendwie so nach Endkampf aus hier. Könnt ihr die leeren Energie spüren? Das ist das schwarze Herz. Das schwarze Herz muss gefüttert werden. Ich kümmere mich um Machkampf. Tada, nein! Ihr dürft das schwarze Herz nicht erwecken. Ich habe schon vor langer Zeit aufgehört, auf euren Rat zu hören, Berandis. Edrich Seen, erschlagt diese Einmischer! Kümmert euch um Belains Schergen. Ich versuche, Rada aufzuhalten. Ja, viel Glück dabei. Und meine Geschwister zu retten. Unsere Geschwister. So muss es sein, Berandis. Ihr werdet das verstehen mit der Zeit. Fürstin Belein, ich habe euch enttäuscht. Geht zum Grafen. Ja, wie soll ich denn da hingehen? Achso, der ist hier unten, oder was? Alter! Es erwacht! Ich kann es nicht aufhalten! Nähre dich, Herz der Finsternis! Friss die Seelen von Markard! Und bald sind meine Geschwister frei! Diese Seelen! Die Bewohner von Markard! Radar! Was habt ihr getan? Das schwarze Herz. Ein Stück der Urlehre, das in unserer Welt gefangen wurde. Kein Wunder, dass es das Gewebe der Existenz selbst um sich herum pervertiert. Seht nach oben. Wir sind direkt unter der Bibliothek von Arkzand. Das schwarze Herz. Es treibt das Planetarium an. Doch zu welchem Zweck? Was meinte Radar Alzaran damit, dass die Seelen von Markard gefressen werden sollen? Das schwarze Herz nährt sich vom Tod. Ihr habt das gesehen, als der Geistersang-Clan geopfert wurde. Nur dass Radar Alzaran dem Herz nun ein viel größeres Festmahl bietet. Sämtliche Reg-Mannen in Markard. Er schickte Fürstin Belein dorthin, um zu Ende zu bringen, was ohne jeden Zweifel bereits begonnen hat. Ad Kadach rief alle Clans dazu auf, Zuflucht in der Stadt zu suchen. Richtig. Als Teil des Friedens, den Fürstin Belein mit der Grauen Schar ausgehandelt hat. Nur eine weitere grauenhafte Täuschung. Verschwinden wir von hier. Vielleicht besteht noch eine Möglichkeit, die Leute von Markard zu retten. Wir treffen uns draußen. Dieser Aufzug dort drüben sollte uns in die Bibliothek bringen. Schnell! Ich lauf ja schon. Hey, wo ist er? Da. Seht euch die Kuppel an! Markards Seelen werden hineingesogen. Ja. Sie
Sieht schön aus. Machen wir erstmal kurz einen Screenshot von. Jetzt verstehe ich, was der Plan unseres Feindes war, auch wenn ich das Warum noch nicht durchschaue. Gerade als Saran hatte Jahrhunderte, um all das in Gang zu setzen. Doch ich verstehe nicht, wie das Planetarium die Graue Schar befreien kann. Und was Fürstin Belain angeht, das schwarze Herz schlägt wieder. Ihre Nachttiefen werden wiedergeboren. Dann haben Radar als Saran und Fürstin Belain also gewonnen? Nein, noch nicht. Unsere Feinde haben einen vorübergehenden Erfolg erzielt. Doch nun kennen wir das Ausmaß ihrer Pläne. Wissen ist eine mächtige Waffe, meine Freundin. Wir geben uns noch nicht geschlagen. Wir können der Leere noch den Sieg entreißen. Euretwegen haben wir noch eine Chance. Und wir erhalten eine arkane Halskette vom Set Leerenrufer. So, und einen Fertigkeitspunkt. Unser Feind bringt an zwei Fronten heran, meine Freundin. Und wir müssen mit jedem seiner Schritte mithalten. Gerade als Saran hat das Planetarium aktiviert, während Fürstin Belain nach Markarth gereist ist. Schlimmer noch ist jedoch, dass das schwarze Herz mit jeder Seele, die in es hineinfließt, stärker schlägt. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Der Angriff auf Markarth hat begonnen, doch wir können die Stadt noch retten, wenn wir uns beeilen. Geht und warnt Aad Kadach. Sagt ihm, dass er sein Volk verteidigen muss. Jedes gerettete Leben ist eine Seele weniger für das schwarze Herz. Was ist mit Radar al-Saran und Fürstin Belain? Ich werde mich um Radar al-Saran kümmern. Sucht Fürstin Belain, nachdem ihr Kadach gewarnt habt. Besiegt sie, und die Rägmannen werden einen besseren Stand gegen den Ansturm der angreifenden Armee haben. Und wenn ihr das Massaker beenden könnt, wird auch der Energiestrom zum schwarzen Herz versiegen. Beeilt euch! Ich gehe nach Markarth und warne Aad Kadach. Ich werde einen Weg finden, mit Radar al-Saran fertig zu werden. Fürstin Belain und die Graue Schar überlasse ich euch. Haltet sie davon ab, das schwarze Herz zu nähren. Dann sollte es wieder in Schlaf verfallen. Wollen wir hoffen, dass es noch nicht zu spät ist, um Radar al-Sarans Pläne zu durchkreuzen. Erinnert mich vor meinem Aufbruch noch einmal daran, was Radar al-Saran und Fürstin Belain vorhaben. Sie wollen beide das schwarze Herz erwecken, damit sie die leeren Energie, die es freisetzt, für ihre eigenen Zwecke nutzen können. Derzeit hat Radar al-Saran aus unbekannten Gründen das Planetarium in der Bibliothek aktiviert, während Fürstin Belain nach Markarth gereist ist, um die Armee der Grauen Schar anzuführen. Ich sollte hierbleiben und euch helfen, Radar al-Saran aufzuhalten. Nein. Es ist meine Aufgabe, mich um Radar al-Saran zu kümmern. Ihr müsst Markarth retten. Vielleicht kehrt das Herz in seinen Schlaf zurück, wenn das Sterben aufhört. Ich werde Radar al-Saran aufhalten, solange ich kann, um uns mehr Zeit zu verschaffen. Ich kann ihn nicht überwältigen, aber ich kann ihn vielleicht überzeugen. Wir waren einmal Freunde. Wofür will Radar al-Saran das Planetarium einsetzen? Ich wünschte, ich könnte es mit Sicherheit sagen. Wir wissen, dass das schwarze Herz Taschen von leeren Energie in unsere Welt sickern lässt. Vielleicht plant er, das Planetarium einzusetzen, um diese Macht zu bündeln. Oder um einen größeren Riss in die Leere zu öffnen. Was er auch plant, ich muss ihn aufhalten. Warum sollte Radar al-Saran Fürstin Belain erlauben, seine Armee zu führen? Die Armee der Grauen Schar hier im Raeg besteht hauptsächlich aus neuen Rekruten. Radar al-Saran hat nicht viele erfahrene Befehlshaber, auf die er sich verlassen kann. Zudem hat Fürstin Belain großes Interesse daran, dem Schwarzen Herzen so viele Leben wie möglich zu opfern. Großes Interesse? Wie wir in der Nachttiefenfeste erfuhren, kann sich Belains Vampirclan nur von der Energie des Schwarzen Herzens nähren. Solange es schläft, bestehen ihre Truppen aus ausgehungerten Bestien. Wenn sie das Gemetzel in Markarth vollenden kann, wird das Herz dadurch erweckt. Ja, das heißt, wir müssen uns jetzt aufmachen und zurück nach Markarth reisen, um den König dort zu warnen. Das heißt, wir werden uns in der nächsten Folge direkt in Markarth selbst wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.